Wie viel Geld konnte ich in einem Monat mit Pokémon-Karten machen? Kleiner Spoiler, mehr als ich gedacht hätte. In der letzten Folge haben wir zwei neue Sets geöffnet und einiges gezogen. Wir haben eine Doppel-Secret-Ray hier drin mit so hoher Gold! Und ich glaube, wir haben hier auch keine dritte oder sowas. Aber wir haben noch einen Gengar und einen Gengar-Pack! Tai so full art Rainbow. Als ich danach die Karten online gestellt habe, ist das passiert. Ich habe meine ganzen Dark Phantasma Karten auf eBay Kleinanzeigen gestellt und auf Kartenmarket parallel. Und nun hat mich jemand angeschrieben, der fragte, ey, ich würde gern einige Karten von dir kaufen. Ich habe ihm ein Bild geschickt und er hat sehr viele Karten markiert und sagte, ich möchte die alle haben. Kriegen wir alle Karten gerade los? Das wäre mega crazy. Wir haben jetzt ein bisschen hin und her geschrieben. Und haben uns darauf geeinigt, 65 Euro für die alle. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Deal. Puh, das ist wichtig. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir die V- oder V-Max-Karten losbekommen. Das ist wirklich strong. Außerdem haben wir unzählige Ultra-Rares und Character-Rares verkauft. Selbst diese süße Pikachu-Karte ging für über 8 Euro über die Theke. What? Damit haben wir uns einen sehr guten Kontostand erarbeitet, mit dem wir jetzt auch ordentlich arbeiten können. Mit diesem Budget habe ich für einen günstigen Preis 3 Arceus V-Boxen für jeweils 23 Euro gekauft. Außerdem habe ich für 130 Euro eines der gehyptesten Sets des Jahres gekauft. Und wir hatten den krassesten Verkauf in ganz Cashback. Bevor wir zu dem krassen Kauf kommen, lass uns erstmal ein paar Booster öffnen. Der frische Geruch von Pappe und Plastik. In der Arceus V-Box bekommen wir nicht nur diese wunderschöne Promokarte, die ich euch ebenfalls schon in meinem Video gezeigt habe, wo ich die neuesten Artikel reviewed habe, sondern halt auch eine sehr schöne Figur von dem God himself. Und das Gute ist halt an diesem Produkt, dass die Figur einen Wert hat und dass die Karte an sich nicht nur fantastisch ist, sondern halt auch gut wertvoll. Und für 22,99 Euro habe ich auch diese wunderschönen Booster bekommen. Versandkosten natürlich noch mit dazu. Zweimal Brilliant Stars, einmal Chilling Rain und einmal Cosmic Eclipse, wo das Booster allein schon fast 12 Euro kostet. Was soll ich sagen? Brillant. Und Brilliant Stars ist ebenfalls am Start, genau. Wir schalten einfach mal rein. Ich bin einfach gespannt, ob wir und was wir ziehen, wenn wir starten rein mit einem Southpark und Zap Striker. Gut, dass Chilling Rain mal wieder das macht, was es am besten kann. Strahlende Sterne. Also meine Freundin kam vorhin nochmal hier rein und meinte so, yo, wenn du heute einen Glurak ziehst, lädst du mich zum Essen ein. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht ist. Dementsprechend schauen wir mal. Oh, was? Niemals! Das glaubt mir wieder kein Mensch, Alter, ey. Das glaubt mir doch kein Mensch, Alter, ey. Mann, und ich muss sie verkaufen, ey. Das gibt's nicht. Oh, ich freue mich gerade nicht mal. Glurak Rainbow. Cashback lebt. Das ist doch unglaublich, Alter. Wisst ihr, wir haben so überlegt, ich möchte irgendein geiles Modern Set öffnen. Und diese Boxen sind es eigentlich. Charizard V-Star. Einfach gepult in Rainbow. Gutes Centering. Sieht von hinten sehr gut aus. Keine großartige Beschädigung. Läuft! Das dritte Rainbow Glurak, was ich gezogen habe. Scheiße, ich glaube, ich muss meine Freundin zum Essen einladen. Auch wenn ich das jetzt nicht so wirklich vorhatte. Aber ich mache es natürlich gerne. Cosmic Eclipse haben wir hier. 12 Euro Booster. Wenn wir hier das Rainbow Glurak ebenfalls ziehen sollten, dann wäre ich sehr mad, weil die Karte habe ich noch nicht gezogen. Die würde ich gerne behalten. Aber selbst die Character Ray hier drin wäre mega. Jungomo und Seismitoad. Was eine schlechte Box. What the fuck? Öffnen wir die zweite. Wir haben natürlich wieder die wundervolle Promokarte, die Figur und die vier Booster. Und ja, wir starten einfach mal rein und hoffen mal, dass wir das Glück, was wir gerade haben, nochmal holen können. Wisst ihr, vielleicht ist es auch meine neue Frisur, meine neue alte Frisur, mehr oder weniger, weil viele haben sich beschwert über meine lockigen Haare. Und wisst ihr was? Ich dachte mir, back to the roots. Mit einem freshen Hemd, passend zum Golrak natürlich. Im Orange. Aber gleichzeitig ziehen wir Bounce Sweet, Surfetched und Weavile, mein guter Freund Snibuna. In Holo. Sehr geil. Ich mag das Polarlicht sehr und das Polarlicht sagt mir, dass Cashback sich ebenfalls freut. Machen wir weiter. Brilliant Status. Eines der wohl heißesten Sets zum Öffnen. Der Kaffee Master ist am Start. Und ein Arceus V-Star. Let's go. Beste V-Star, glaube ich, im Set, die man ziehen kann. Extrem gut. Extrem gut.
ohne Feuerenergie. Das Feuer in meinen Augen ist das Signal, dass ich gewinne. Cashback ist dabei und ihr seid dabei, denn das Feuer brennt. Alter, 3 Hits bisher. Und jetzt haben wir noch Cosmic Eclipse. Das Booster, der Booster. Legen wir mal den Bulkstapel hier beiseite. Bulky Bulk. Und mal gucken, ob wir jetzt hier nochmal eine schöne Full Art oder V oder... Nee, eine V gibt's hier gar nicht mehr. GX ist es. Es ist Sonne-Mond, das Set. Ne, also ganz, ganz alt. Rowlet. Seismitoad gerade gehabt. Mimikma aus Knete. Ich habe das Set für Cosmic Eclipse geholt und jetzt gerade ist es eher so... Brilliant Stars. Okay. 4 Packs. Wir fangen an mit den Starboys Brilliant Stars. The Weeknd wäre stolz auf uns, ey. Palim Palim, Panflam, Machino, Boltoy, Spiritomb, Raikou haben wir als V. Kam sehr, sehr unerwartet, die Karte. Eine weitere V-Karte. Cosmic Eclipse! Ist schon retro ein bisschen halt, ne? Also ist schon ein paar Jährchen alt. Und wenn wir jetzt hier eine Character-Pikachu-Karte ziehen würden, wäre es sehr geil. Come on. Come on. Come on! Character-Wear Sneebuna! Sehr stark! Cosmic Eclipse enttäuscht nicht, auch wenn es nicht die beste Character Rare ist, aber es ist immerhin eine Character Rare, wie wir es auch in dem guten Set Brilliant Stars haben. Deswegen finde ich die Box auch so cool. Wisst ihr, du hast die Character Rares drin, in diesem Set und im anderen ebenfalls. Sneebuna mit dem guten Cyrus. Komm mal, strahlende Sterne. Leuchte. Leuchte, leuchte, kleiner Stern. Pleprin leider nur. Oh, und noch ein Pinguin. Kinderpinguin wäre jetzt witzig und lecker. Aber bevor wir ein Kinderpinguin essen, brauche ich erstmal eine kleine Abkühlung mit Chilling Rain. Und ich glaube, wir haben hier aus den paar Boostern mehr als was rausgeholt. What the fuck? Nice! Folgende Situation. Galaglar die V aus Dark Phantasma. Alternativ habe ich jetzt einen Käufer auf Card Market. Aber der will weniger zahlen als das, wofür ich sie drinne habe. Und ich muss die Karte jetzt eigentlich loswerden, denn in einer Woche wird sie wahrscheinlich nicht mehr so viel wert sein. Und ist gerade nicht so geil, was ich auch gerade nicht so cool finde. Beruhig dich. Trink diesen Milchshake. Ey Mann, danke dir. Danke, Mann. Den habe ich jetzt wirklich gebraucht. Um beim Kaufen und Verkaufen immer fokussiert zu bleiben, um keine dummen Entscheidungen zu treffen, kam der Sponsor des Videos, Just Legends, gerade richtig. Denn Just Legends deckt ein riesiges Ernährungsangebot für jeden Bedarf ab. So helfen die Milchshakes oder die zuckerreduzierten Booster dabei, sich besser zu konzentrieren. Meine Favoriten sind Zitrone und Triple Chocolate. Schoko-Zitrone. Ja, der musste sein. Wenn ihr aber runterkommen wollt, kann ich euch die Sleep and Recovery Sachen sehr ans Herz legen. Und für den schnellen Verzehr oder für Snack zwischendurch kann ich euch die Energy Bites sehr empfehlen. Dort ist mein Lieblingsgeschmack, by the way, Cookie Dough. Schaut euch gerne die Probepakete an, falls ihr das Ganze gerne mal ausprobieren wollt. Meine Empfehlung natürlich erst ab 16 wegen des Koffeins. Und wenn ihr richtig zuschlagen wollt, könnt ihr mit dem Rabattcode Zero 25% sparen auf alles andere. Doch, haben wir jetzt die Karte überhaupt verkauft bekommen oder nicht? Und ja, wir konnten die Karte verkaufen. Für 32 Euro auf der Seite Kartmarke geht die Karte nun nach Frankreich zu ihrem jetzigen Besitzer. Meine letzten zwei Displays, die ihr vom Mittwoch gesehen habt, werden natürlich hier in Cashback geöffnet. Und die wunderbaren Promo-Booster haben wir auch bekommen. Hier haben wir das wunderschöne Set. Wir haben hier sehr viele Booster drin für die kleine Verpackung und den wunderschönen Inhalt, den wir haben. Safe Radiant Shiny, Safe Secret Rare. Wir haben hier bestimmt einiges drin, was wir ziehen können. Mewtwo, Pikachu, Hytera, sehr viele coole Holo-Karten mit Glurak, Turtok, Bisaflor. Hoffentlich auch einiges, wo wir wieder dann was reinvestieren können. Und wir wollen die Ditto-Karte haben. Ich möchte die Ditto-Karte haben. Einfach, es ist ein Muss. Es ist ein absolutes Muss. Ihr habt gesehen, wie geflasht ich war von der Ditto-Karte, als ich sie das erste Mal abgezogen habe. Und wir starten rein mit einem wunderbaren Melmetal. Nicht die beste V-Max. Ich glaube, da ist Dragoran oder gar Mewtwo sehr, sehr viel cooler als Ultra Rare. Aber sie sieht gigantisch aus, die Disco-Qualle, wie sie leuchtet und reflektiert. Schauen wir rein, was wir hier noch haben. Wir haben ein Pikachu. Pikachu ist sehr, sehr cool. Und ich habe mich ja sehr gewundert bei der letzten Ausgabe der Letzte Ausgabe von Cashback. Bei der letzten Folge von Cashback. Ich habe ja tatsächlich sogar die Reverse Pikachus für 5 bis 8 Euro halt sogar verkauft. Also, ich habe Verhandlungsbasis reingemacht und die Leute dachten sich so, nö, ich möchte die haben. Und ich so, okay, dann gönn dir. Und ich so, Hilfe, was ist los hier? Dieses Lamus ist einfach gigantisch. Und dieses Arktos ist einfach Zucker. Wunderschön. Wunderschön. Es gibt sogar Missprint-Karten aus diesem Set. Also gerade die Shinies sollen von der Struktur her sehr komisch sein. Und sollen dann auf einmal 400 Euro wert sein. Also Dollar.
Das ist crazy. Mal gucken, ob wir sowas ziehen können. Es wäre natürlich fürs Format sehr, sehr crazy. Wir starten rein mit Glutexo im Vulkan. Auch Mega Artwork und Mel Metal NV. Wenn ihr allgemein sehen wollt, was meine Meinung zu den Karten ist, kann ich euch sehr das Video empfehlen, was ich am Mittwoch hochgeladen habe, wo ich 3 Displays von diesem wunderbaren Set geöffnet habe und meine Meinung mehr als geäußert habe. Aber jetzt geht's darum, ein bisschen was Geiles zu ziehen. Come on. Come on. Come on! Bisafloor, einer der ersten Starter schon mal. Der Junge, der hat Bock, genauso wie ich. Machen wir weiter. Vorsichtig sein beim Öffnen der Packs. Wir wollen ja nicht hier irgendetwas beschädigen. Wir wollen hier alles ganz entspannt lassen. So, aufpassen auf das Ditto. Aufpassen auf das Ditto. Oder aufpassen auf das Mewtwo. Eine der schöneren Karten, die wir hier gezogen haben. Mewtwo V mit dem Spukball in seiner Hand. Es muss ein Spukball sein, auch wenn es nicht sein Signature-Move ist. Psycho Blast? Ist es Psycho Blast oder ist es der von Deoxys, der Signature Move? Aber eine sehr, sehr geile Karte, ey. Mewtwo werden wir hoffentlich heute nochmal sehen, die goldene oder Full Art Karte. Ich bin ehrlich, hätte ich lieber mal Opening gezogen. Aber fürs Format wäre es natürlich krass, die zu ziehen, dementsprechend. Nein, Metall. Mache ich auch kein Auge darum mal, ne? Also Pull ist Pull. Was ich gezogen habe, freut mich. Auch wenn ich es lieber für meine Sammlung ziehen würde. Aber schauen wir mal, wir haben jemanden da. Pikachu. Sonderbonbon. Oh, Dragoan. Da ist er. Der Big Boy. Und ich liebe Dragorans Geräusch in Kanto. Irgendwie so ist ja sein Cry, was ein bisschen merkwürdig ist. Aber hey, wir haben das erste Dragoran gezogen. Guckt euch den Jungen an. Er fliegt. Schon. Sylveon ist okay. Sylveon ist nice. Hier auch mit den coolen Blasen. Mag ich sehr. Sylveon ist ein cooles Artwork. Und ist tatsächlich, so ich das gesehen habe, auf eBay auch für 3-4 Euro weggegangen. Aber, jo, das sind eBay-Preise bei Release. Und jetzt haben wir schon eine Woche um. Also da wird, glaube ich, nicht so viel passieren. Aber sehr, sehr nice Pokémon. Also wer Sylveon nicht mag, kann es verstehen, wenn Leute sagen, nee, das ist nicht so mein Evoli. Verständlich, voll fein. Aber ich mag es vom Aussehen einfach sehr. Genauso wie Lashoking. Bro, ich heiße Litaking. Erstes Display ist aber gleich gut durchgefrühstückt. Wir haben immer noch kein Ditto. Wo sind die Dittos? Ist das Ding so selten? Machen wir ein bisschen Sorgen halt wirklich, ey. Also, dass ich das vielleicht nicht hätte machen sollen mit dem Ditto öffnen. Gyarados, auch ein sehr schönes Artwork von Arita, dem absoluten Goat, der auch das Basic Glurak gezeichnet hat. Seine Schrift und Form seiner Illustration ist immer zu erkennen und ein Augenschmaus. Und wir können, glaube ich, froh sein, dass wir diesen Illustrator immer noch unter uns haben und uns weiterhin mit wunderschönen Artworks beschenkt. Aber hoffentlich beschenkt mich dieses Display jetzt auch mal mit einer wunderbaren Karte. Spin to Win! Dragoan! Spin to Win, ich sag's euch, das bringt es. Spin to Win. Die Pokestops müssen gedreht werden. Dragoran, das böse Artwork von ihm, ist einfach geiler als das V-Star. Dragoran ist halt ein bösartiger Drache. Kein guter. Das muss man sich einfach merken. Pikachu. Team Instinct Boy! Eine Rainbow. Rainbow Fuller Trainer. Haben wir im ersten Opening auch gehabt. Hier haben wir aber diesmal eine andere. Und zwar die von Team Mystic, die Frau. Mit einer sehr schönen Struktur. Holy shit, Alter, das sieht geil aus. Das sieht wirklich cool aus. Also da, Chapeau. Mega coole Karte. Auch wenn es jetzt nicht die wertvollste ist für Cashback, bin ich vielleicht ein bisschen so, aber es ist trotzdem eine gigantische Karte. Wie die Säulen von Holo im Hintergrund auf sie heraufleuchten. Glaube ich sogar fast, na, ich weiß nicht, ob es geiler ist als die Instinct-Karte. Bei der Instinct hatten wir halt so Blitze. Die Blitze waren schon sehr, sehr iconic. Aber gut, wir haben noch die Chance auf eine Shiny. Dementsprechend hoffe ich mal, dass die reinlöten wird. Evoli! Sehr stark. Mit einer der besseren definitiv. Evoli Shiny ist super nice. Schönster Background. Und ich glaube, da macht man nichts verkehrt. Ich finde ihn schöner als Turtok. Und schöner als Glurak. Und schöner als Bisafloor. Also mein Fan-Favorite von den 4 Brilliant Shinies, Radiant-Karten, strahlende Pokémon, wie ihr es nennen wollt, ist auf jeden Fall diese hier. Erstes Display war aber ganz okay. Vielleicht kriegen wir noch eine coole Holo-Karte. Hytera haben wir noch. Spin to Win, habe ich vergessen. Warum vergesse ich sowas? Und wir haben hier... Ja, Mewtwo V-Star nochmal im letzten Pack. Das ist wirklich wichtig. Das ist wirklich wichtig. Mit dem Kamehameha-Strahl, den er da hinten auflädt. Alter, guckt euch das an, wie es leuchtet. Woo! Mew, more fucking two. 5 Promo-Packs haben wir hier am Start. Machen wir die auf und schauen mal rein, ob wir hier was Geiles ziehen. Shiggy. Ich glaube, für Cashback wäre es wichtig, hier jede von den Versionen zu bekommen. Wir haben schon mal Bisasam. Und jetzt noch ein Glumanda. Dann könnten wir das sogar am Set den Leuten verklickern. Nein, du bist kein Glumanda! Du bist kein Glumanda, was soll das? Glumanda, Glumanda, Glumanda! Jetzt falle ich vom Stein. Oder wenn wir jetzt keinen Glumanda bekommen. Ami, wir haben noch 5 Stück mit dem zweiten Display, aber...
Bitte? Nee, ich hab's schon gesehen. Das kann's doch nicht sein, Alter, ey. Ich krieg's nicht mal raus. Ja, es ist Shiggy, wir sehen's hier. Ah, das erste Display war leider gar nichts. Das zweite muss gut sein. Wisst ihr, theoretisch dürfte ich mich eigentlich nicht bei Cashback beschweren. Weil bei Cashback ziehen wir irgendwie in jedem Opening was Krasses. Ich weiß, es wirkt surreal. Erstes Opening, zweimal Hologlurak. Zweites Opening, Gold Zoroark. Auch wenn es, ich weiß nicht, ob es die teuerste ist, aber eine der cooleren Karten auf jeden Fall. Dritte Cashback-Folge, Rainbow Glurak. I mean, yeah, what's that? What's that? Mewtwo Vista. Wir starten da, wo wir gerade aufgehört haben mit dem ersten Display. Also nee, ich bin selber sehr, sehr überrascht von dem Glück, den wir in der Serie haben. Ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finden soll. Gut für die Serie, schlecht für meine Sammlung, aber auch gut für meinen Geldbeutel, weil so kann ich wieder Booster mir mehr oder weniger refinanzieren. Was ganz nice ist. Nee, aber es wird noch einiges kommen, freut euch. Und es wird auch heute in dem Video noch einiges passieren. Bleibt auf jeden Fall dran, wir haben noch einiges geplant. Bisasaur Holo again. Das zweite Mal schon. Bleibt dran, heute passiert noch was richtig Krasses. Denn ich habe mir noch was überlegt fürs Ende der Folge. Denn ich habe noch etwas getan, was viele mir geraten haben. Melmetall haben wir hier als V. Und ich kann euch eine Sache sagen, es hat was zu tun mit Karten. Und es hat auch was zu tun mit einem der größten Verkäufe in Cashback History. Aber dazu später mehr. Schauen wir mal, vielleicht wird das Regenbogen Glurak auch das schon wieder brechen, wenn wir es dann verkauft haben. Come on, Pack Luck. Wir brauchen die Spin to Win Power. Spin to Win. Come on. Lavita, goldene Himbeere. Damit müssen wir eigentlich was fangen jetzt. Wir haben sehr viel Pokeballs für Mewtwo. Mewtwo zu ziehen ist auch immer sehr, sehr nice. Dementsprechend sehr gut. Der goldene Boy. Let's go. Schauen wir rein. Radikal. Instinkt. Wir haben Dragoran. Again. Wir doublen eigentlich die ganze Zeit nur ab. Also wenn ich jetzt dieselbe Secret Rare nochmal ziehe und dieselbe Radiant Shiny, dann wäre ich irgendwie sehr sad, weil ich mir denke... Das ist genau eine Kopie. Das ist eine genaue Kopie. Also ich habe alle Shiny-Karten gezogen, außer Turtok bisher. Dementsprechend wäre das die letzte Karte, die mir noch fehlen würde. Hytera. Aber ob ich die ziehen werde, ist die Frage. Wir haben schon mal auf jeden Fall seinen Kompagnon Shiggy am Start. Oder seine jüngere Version. Spin to Win! Ah! Was zum... Oh, die Full Arts wollen diesmal nicht. Die Secret of Full Arts wollen diesmal nicht mit uns. Leider nur Team Instinct Boy mit der coolen Chain, Alter. Ich habe diesmal nicht meine Glurak Chain, weil die Unglück gebracht hat. Wir haben Team Mystic und Team Instinct in Full Art gezogen. Bisschen sad, weil die bekommen wir auch als Promokarte im Deutschen. Und wie wir auch schon hier gesehen haben bei der Rainbow-Version, die ich auch gezogen habe, wir haben hier nicht das coole Holo-Pattern, sondern wir haben einfach nur Holo-Effekt. Das ist ein bisschen sad. Aber ich möchte mich nicht beschweren, wir haben Regenbogen Glurak gezogen. Also von daher, alles Gucci. Alles Gucci. Und vielleicht ziehen wir nochmal ein Relaxo. The Ditto Card is that what I want. Please. Okay, das fühlt sich ein bisschen dicker an. Das kann die Zuckart sein, oder? Nein, kann es nicht. Aber ein Turtok! Heiß! Heiß! Junge, kühl mich ab! Kühl mich ab! Wunderbares Turtok-Holo haben wir hier am Start. Wenn da jetzt so ein Ditto gewesen wäre, ich wäre ausgerastet. Lass mir meinen Turtok wenigstens, Brudi. Lass mir meinen Turtok. Okay, come on. Jetzt bitte nicht nochmal dieselbe Shiny-Karte. Für Cashback wäre es wichtig, einen Glurak zu haben, weil es die teuerste ist. Aber erstmal ziehen wir nochmal einen Dragoran. Dragoran. Der böse Drache. Die letzten paar Packs. Midifans. Oh, das ist sie. 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 Double Eevee! Ich weiß nicht, ob das gut oder bad ist. Ich weiß nicht, ob es gut oder bad ist. Wir akzeptieren es auf jeden Fall. Wir haben keinen Missprint leider bekommen. Ich habe gesagt, es ist die schönste. Dementsprechend bin ich damit auch eigentlich voll fein. Aber ich hätte mich mehr gefreut, wenn ich alle einmal gezogen hätte. Jetzt habe ich, glaube ich, den hier dreimal gezogen. Okay, wir können auch hoffen auf eine wunderbare Ditto-Card. Oder, jawohl, Glurak in Holo. Woo, immerhin das. Immerhin das. Das Holo-Glurak mit Turtok und Bisasaur. Das heißt, wir haben tatsächlich alle drei. Ich finde, für den Preis macht man dann nichts verkehrt. Ist trotzdem noch ein sehr gutes Item. Wir haben noch die Promo-Packs, die wir gleich aufmachen können, wo wir tendenziell die teuerste Karte ziehen können mit Dragoran, die auch irgendwie 30 Euro wert sein soll, laut eBay. Wir haben kein Ditto. Aber nochmal Melmetal. Es ist das Ding, da halt so wenig Karten in diesem Set sind, doppelt man sich halt sehr, 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 sehr schnell. Aber gut, wir haben noch diese Karten hier. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist, alle gleichzeitig aufzuschneiden. Aber wisst ihr was? Ich habe es selber gemacht. Und ich glaube, es hat nicht funktioniert. Oder doch? Oh, es hat funktioniert. Glumanda. Glumanda, let's go! Glumanda ist schon mal am Start. Das heißt, wir haben alle drei Common Pokémon. Jetzt noch ein paar Ultra Rares.
Shiggy again. Komm, und jetzt noch ein paar Ultra Rares, Ah, Glumanda again. I mean, ich kann es im Set verkaufen. Und die letzte. Komm, Dragoan, let's go! Es war nicht die Wiese, aber die Wow. Die V normal. Nochmal ein saftiger Hit am Ende. Ist auch selber Arzt wie das andere Dragoan, aber halt eine andere Pose. Pokémon Go Opening, sehr wilden Cashback, aber wir haben noch was, auf was ihr euch gefasst machen könnt. Ich hab's endlich getan. Nachdem ihr es immer wieder vorgeschlagen habt, habe ich die Karten aus Folge 1 und 2 zu GSG zum Grading geschickt. Meine Karten sind vom Grading zurück. Schauen wir rein, was wir haben. Strahlendes Heatran. Gute Karte, aber war jetzt nicht im besten Shape, hat in dem Sinne eine 8,5. Mein goldenes Zoroark, wo viele dachten, dass ich die Karten im Endeffekt behalte. Natürlich werde ich versuchen, dieses zu sellen. Hat bekommen eine 9,5. Sehr, sehr stark. Dem bin ich sehr, sehr zufrieden. Gute Subgrades auch. Sehr, sehr starke Subgrades. Pikachu Character Rare mit der guten Protagonistin ist Mint. Eine 9,5 ebenfalls. Sehr, sehr stark, wenn wir uns das Centering angucken. Boah, da dachte ich schon, dass es vielleicht eine 9 ist. Aber die anderen Subgrades sprechen auf jeden Fall für diese Karte. Und der Holy Grail Glurak, die Karte, die ich noch hatte, die in einer besseren Quali war, ist nur eine 9 geworden. Aber trotzdem ist es eine 9, eine gute Bewertung bei GSG. 10-10 bei Edges, Surface 10. Stabil. Mal gucken, ob die Karten Interessenten finden werden. Glurak habe ich auf eBay Kleinanzeigen für 135 Euro verkaufen können, obwohl das schon ein ziemlicher Kampf mit dem Verkäufer war. Das Grading hat 23 Euro gekostet, was einen Gewinn von 112 Euro macht. Also hat das Grading sich da leider nicht so gelohnt. Außerdem habe ich Pikachu Character Rare für 50 Euro verkaufen können. Hier haben wir minus der Grading-Kosten 27 Euro Gewinn gemacht. Das sind 10 Euro mehr als der Originalwert der Karte. Also hat sich das dort schon etwas gelohnt. Damit sind wir beim Kontostand von 364 Euro. Wir haben noch einige Karten und ein Riesenbudget. Doch was damit passiert? Ja, das finden wir wohl erst in der nächsten Folge von Cashback heraus.